Kaltes Wasser ins Glas, Pulver dazu, kräftig umrühren. Heraus kommt ein knallbuntes Brausegetränk, das es in sich hat. Alkoholgehalt von 2 Gläsern Schnaps. Und was offiziell nur Erwachsene dürfen, macht Minderjährige zumindest neugierig. Für Getränkepulver gilt keine Alkopop-Steuer. Experten befürchten, Minderjährige, denen Alkopops aus Flaschen zu teuer sind, könnten umsteigen. Ich bedauere es sehr, dass die Industrie so viel Energie darauf verwendet, den Jugendschutz zu umgehen. Mit diesem Schnaps in Tüten, mit diesem Brausepulver, verdeckt man den Schnapsgeschmack mit süßem Geschmack. Und dadurch wird er erst für Jugendliche genießbar und so werden sie dann zum Alkohol geführt. Zusätzlich bedenklich, der Alkohol aus der Tüte verkauft sich hauptsächlich per Internet. Die poppige Homepage des Herstellers oder der Online-Marktplatz eBay laden zum anonymen Schnaps-Shopping. Alterskontrollen gibt es, dass sie keine echte Sicherheit bieten, geben aber auch die Händler zu. Man hat eigentlich nie eine Garantie, dass derjenige 18 ist. Es kann wirklich jeder einen Ausweis schicken. Aber wir achten schon darauf, also dass wir einen Ausweis, also die Kopie des Ausweises geschickt bekommen. Das Geschäft läuft gut. Kistenweise verschickt Sabrina Fit das Pulver nach ganz Deutschland, überwiegend an Privatkunden. Das Päckchen Schnapsbrause für gut 2 €. Und wie schmeckt das Zeug nun eigentlich? Einige junge Leute, natürlich volljährig, im freiwilligen Selbstversuch. Oh, das ist doch eklig. Schmeckt es? Nee. Das schmeckt wie Fruchtsaft mit Plastik. Ganz ordentlich geschmeckt, aber meiner Meinung nach viel zu umständlich. Aus der Flasche ist es dann doch irgendwie leichter. Und dann schmeckt es auch irgendwie wie Wasser und irgendwas Komisches drin. Also mir schmeckt es gar nicht. Das Urteil vernichtend, doch die Gefahr nicht gebannt. Der Jugendschutz prüft nun eine Ausweitung der Alkopop-Steuer auf das Pulver.